Und willkommen zurück zu Tomb Raider Lara Croft 2. Mit mir, Felgo. Mit mir, Felgo und der guten Zeigelaberin, Laura, Felix, wie auch immer ihr es jetzt nehmen wollt. Leider Gottes habe ich letztens, als ich selber ein bisschen durch dieses Level gezockt habe, gemerkt, dass wir einige Dinge vergessen haben. Vielleicht machst du mal schnell einen Fackel an, Felix. Ja, du musst genau diesen Gang rauf. Und da oben hast du nämlich zum Beispiel ein Relay vergessen. Wir müssen gleich entschuldigen, heute zieht bei mir der ganze Film ein bisschen stärker nach, deswegen kann es sein, dass meine Kommentare ein bisschen nach hinten verzogen kommen. Aber es ist nun mal gerade einfach leider so, wir wissen auch, also wir glauben auch zu wissen, woran es liegt. Und nächstes Mal ist der Fehler sicherlich wieder weg. Und dann oder muss... Nicht. Fand ihr die Relay-Karte auch pusten? Weiter geht's da hinten nicht, aber... Das Lustige war, kurz nachdem Felix und ich letztes Mal aufgehört haben, uns hier durchzuackern, nee, du musst schon wieder in den Aufzug rein, weil da kommst du ja nicht raus. Ich glaube, ich habe mal was übersehen. Und wo ist eigentlich der silberne Drache? Das sag ich dir noch. Das erkläre ich dir noch, versprochen. Okay, da kommen wir also später. Da kommen wir noch hin. Weil, ganz ehrlich, letztes Mal, nachdem Felix und ich aufgehört haben, hier zu spielen, ich glaube, das ist die Ratte, die wir letztes Mal nicht gesehen haben. Oder ist die tot? Die ist tot. Okay, gut. Da ist mir kurz darauf im Nachhinein, als ich dann selber das Ganze nochmal alleine für mich durchgespielt habe, aufgefallen, wie verflucht viel wir eigentlich übersehen hatten. Dass das eigentlich wirklich einiges war. Zum Beispiel dieses Relay und den silbernen Drachen. Wie gesagt, das ist mir leider alles aus dem Nachhinein gekommen. Sonst hätten wir das wohl gleich verbessert. So, ich glaube... gleich richtig. Mach mal eben. Ja? Mach du zuerst fertig. Naja, und jetzt müssen wir eben einige Dinge erstmal wieder gerade biegen. So, und jetzt komme ich mal eben an. Beim letzten Aufnahme gab es hier an dieser Stelle, haargenau an dieser Stelle, ich glaube, wo ich hier noch hänge, hier ungefähr. Ach, da haben wir unsere Ratte, die wir übersehen haben. Ja, lass ich die jetzt mal. Also hier an dieser Stelle, wo ich da hänge, gab es am letzten Mal einen richtig miesen Schnitt, so mitten im Raum hinein, wo wir gerade mitten im Spielen waren, ohne Verabschiedung, ohne weiteres. Das liegt daran, Moment, dass meine Festplatte kurz, voll war. Ich mach mal ganz kurz Mikro aus, ich bin gleich wieder da. Okay. So lange kümmere ich mich einfach mal um die Ratte, weil das Quietschen nervt vielleicht doch auf die Dauer. Ah, verdammt, ich dachte, das funktioniert. Entschuldigung, ich bin eine Niete. So. Hoch. Waffe. Na klar, und jetzt ist die Ratte wieder außer Reichweite. So, jetzt bin ich auch wieder da, das war nur ganz kurz. Ja, Mama wollte so eben was wissen. Und ich bin blöd? Nein, bist du nicht, komm, das kann passieren, das passiert mir auch öfter mal. Ja, ich bin trotzdem blöd, ich sag das jetzt einfach mal, weil ich das kann. Aber immerhin, wir haben unsere Ratte gefunden, die noch lebt. Ja, wo ich auch bei der letzten Aufnahme, was man sogar noch sieht, mich mitten im Lauf umdrehe, mit einer Rolle, mit... Ha, genau, dieser Rolle, die Waffen ziehe und ins Mikro schrei Ratte. Und dann sogar auch noch abdrücken, mitten in den Raum hinein. Ist nicht gut für die Statistik, aber ich tu's. Sudale, jetzt könnte ich dir vielleicht noch ganz kurz zeigen, wo ihr den silbernen Drachen übersehen habt. Da war ich nämlich, leider Gottes, in der Zeit kurz auf dem Klo. Das weiß ich noch. Ach, die Stelle, die habe ich übersehen, da wollte ich vorhin hin. Die Stelle habe ich gesehen, als ich heute die Videos bearbeitet habe. Da habe ich jetzt während des Verarbeitens die schwarze kleine Lücke gesehen und habe mir gedacht, verdammt, warum ist mir die nicht aufgefallen? Dann suche ich schon extra den Raum ab und dann übersehe ich da diese kleine schwarze Lücke. Und genau in der liegt der silberne Drache auch drin. Kannst du vielleicht mal einen Fackel nehmen, genau, weil es ist wirklich relativ dunkel, also es ist schon Pascal-Übertragung verdammt wenig Licht drin. Und wie gesagt, ich war da auf Toilette und ich dachte eigentlich, Felix wüsste, wo der Drache liegt und hätte ihn mitgenommen. Ja, dem war aber anscheinend nicht so. Ah, verdammt, schon wieder der gleiche Fehler wie bei der Aufnahme. Und da haben wir das Loch, was ich heute beim Bearbeiten gesehen habe. Genau, und da unten drin liegt nämlich auch der letzte Drache, der uns noch fehlt. Somit haben wir wieder mal alle drei und hier gibt's einige Uzi-Magazine für. Können wir brauchen. Könntest du brauchen, ich mag mehr die Schrotflinte. Schrotflinte. Schrot. Schrot.
Und wir wissen ja zum Glück auch, wie wir aus diesem Loch wieder rauskommen. Nämlich ganz genauso wie beim letzten Mal auch. Und dann hätten wir alle Fehler, die mir einfallen, immerhin, die hatten wir dann soweit mal behoben. Damit hätten wir eigentlich auch alle, die mir jetzt offiziell einfallen. Und das sind eigentlich nur der eine mit dem Drachen. Ja. Nee, ohne das Relay kommen wir jetzt dann nämlich auch nicht weiter. Das brauchen wir. Also ohne das wären wir auch aufgeschmissen. Und Gott sei Dank waren wir noch nicht so weit und haben keinen großen Umweg mehr laufen müssen. Habe ich da unten gerade irgendwas Schwarzes watscheln sehen? Nein. Ah nee, dann war das nur ein toter Wuffi. Auf jeden Fall, du musst zu dieser Tür, du musst nicht auf die andere Seite. Ich dachte, ich musste jetzt hoch. Nope, musst du nicht. Nicht? Nope. Dann mache ich es jetzt. Ach, verdammt, falsche Taste. Ich bitte übrigens eine schlechte Tastenkombination von mir zu entschuldigen. Ich habe mir. Wann war das jetzt? War das jetzt Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, am Dienstag hat es Bescheid gegeben. Ich habe mir auf jeden Fall mächtig in den Finger gesäbelt. Mit so einer Brotschneidemaschine, so ordentlich mit Sägeblatt. Da habe ich mir beim Brotschneiden morgens fürs Frühstück in den Finger geschnibbelt. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt nicht spielen. Ich habe aber. So geile Zockerhände. Ich kann die Arbeit, die ich mit dem Zeigefinger übernehme, mit dem Daumen machen. Sobald dem Finger wieder gut geht, sind meine Tastenfolgen höchstwahrscheinlich auch wieder besser. Wie man sieht, ich bin echt problematischer. Es ist einfach unständlich, mit dem Daumen zu arbeiten. Also wo muss ich jetzt eigentlich hin? Frage ich nochmal. Du hattest vorhin da oben die Tür gesehen. Die ist, glaube ich, ein Stockwerk noch über uns. Zu der musst du hin, dafür müsstest du den Schlüssel auch irgendwo im Report noch irgendwo mit dir rumschleifen. Da haben wir ihn. Genau. Den da, ja. Weil jetzt dann sind wir nämlich auch schon lustigerweise wieder kurz vorm Ende. Ich persönlich bin, oder besser gesagt, ich habe bei mir auf dem persönlichen Spielstand mittlerweile einiges weitergemacht. Also, die nächsten Level, das ist so ein Level, wo ich sag, da bereue ich was, dass Felix nicht bei mir hier irgendwo in der Nähe wohnt. Bei dem würde ich so verdammt gerne für euch zocken. Weil ich in Bohrturm schlicht und einfach bisher immer irgendwie Top-Ergebnisse erzielt habe. Ich habe den Level jetzt ewig nicht mehr gespielt gehabt. Und habe den erst vor ein paar Tagen wieder gespielt. Und hatte irgendwie sofort wieder eine Zeit von 26 irgendwas. Und ich bin blöd. Nee. Zurzeit versuche ich auch meinen Speichertick ein bisschen zu reduzieren, weil ich auch gerade versuche, Let's Play zu machen. Allerdings sieht es bei mir leider gar nicht so gut aus wie hier bei Felix, weil schlicht und einfach mein Fraps mit meinem Aufnahmeprogramm nicht mag. Also, mein Fraps mag kein Mikrofon aufnehmen und das ist schlicht und einfach, dass es mir gerade tierisch auf den Keks geht. Ach! Speicher doch mal, wenn du oben bist, Großer. Ich habe gespeichert, nachdem ich das erste Mal runtergefallen bin. Ja, das ist eigentlich nicht sonderlich schlau, weil das hat voll Kraft gekostet, aber egal. Ja, ich habe hier noch ein bisschen. Ich habe auch schon wieder meine Videoaufnahmen gutachtet. Und wie mir aufgefallen ist, habe ich während der letzten Aufnahmen, ich glaube, das war wirklich so wenige Aufnahmen ist das jetzt nur her, wo ich echt mit in der Anzeige nichts mehr zu sehen. Aber trotzdem renne ich immer noch rum und sag, das reicht, das reicht. Das wird mich nicht umbringen. Und was passiert? Ich ernähre noch zwei Schläger und so ein Zeug. Ach, hier bin ich. Ja, du musst wieder... Nein, erst den Schalter auf der Seite. Schalter, 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 ohne Schalter nichts gehen, ohne Schalter nichts gehen. Seit wann du... Okay, ich kann auch kein Deutsch mehr. Ich versuch's nochmal. Seit wann du reden wie Yoda? Nur mal gerade so als Ausnahme. Weil jetzt können wir nämlich... Ach nee, ich verrate nichts, ich spoiler sonst ja mal unsere lieben Zuschauer zu. Was meinst du? Spoilern gefällt denen wahrscheinlich nicht. Ja, sei mal ruhig, haha. Das ist jetzt nicht... Ja, ruhig sein macht aber keinen Spaß. Ja, aus dem Grund redet man ja eigentlich auch. Aus dem Grund macht mir auch statt ein World-Quote-Part ein Let's Play. Ein Walkthrough, ja. Walkthrough macht auch keinen sonderlichen Spaß, finde ich. Ganz ohne zu reden, das ist irgendwie doof. Insbesondere da in Workroad Parts ja eigentlich komplett ohne Fehler gespielt sein muss. Wo lang muss ich jetzt eigentlich? Du musst erstmal den Schalter da drücken. Rechts, rechts, rechts.